Ja, ich habe vielleicht noch mal zwei Fragen, die Frauen betreffen würden. Und zwar einmal die Stellung der geschiedenen islamischen Frau in der islamischen Welt. Stellung? Der geschiedenen. Ja, geschiedenen. Ja. Und mich würde noch mal ganz sehr interessieren, was ist, wenn eine muslimische Frau sich einen Christen, einen Juden oder einen Atheisten als Ehemann wünschen würde? Die erste Frage, die Stellung der geschiedenen Frau. Eine geschiedene Frau im Islam genießt die vollen Rechte einer normalen, ganz normalen Frau, sondern wenn man, wenn diese geschiedene Frau Kinder hat und ein Mann heiratet diese Frau und der sozusagen, der kümmert sich um diese Kinder, der Prophet sagte, der sagt, wer so ein Kind, wenn zum Beispiel der Vater, wenn die Frau verwitwet ist oder geschieden ist und man kümmert sich um diese Kinder, die diese Frau hat und um diese Frau, dann kommt man dadurch, weil das gute Tat ist, da könnte man dadurch ins Paradies kommen. Deshalb eine geschiedene Frau kann bei uns heiraten, ganz normale Frau, weil sie geschieden ist, das heißt nicht, dass es das Leben für sie zu Ende geworden ist. Aber in manchen Traditionen eine geschiedene Frau sozusagen ist nicht so gut. Das stimmt, ja, das wissen wir auch in manchen Ländern, wenn die Frau geschieden ist, dann wird sie als schlechte Frau angeschaut. Aber nach islamischen Verständnissen und die meisten Muslime eigentlich, die haben damit kein Problem, wenn eine Frau geschieden ist. Scheidung im Islam ist erlaubt. Wenn zwei Leute sich nicht verständigen können, dann gibt es auch einen Ausweg, das heißt die Scheidung. Das sollte nicht nur bei Ehebruch sein. Das Zweite ist, wenn eine Frau, ein Ehemann, Christ oder Jude oder Atheist, wenn es Atheisten gäbe, weil für mich jeder glaubt und der Atheist auch glaubt, dass er nicht glauben will. Das ist ein Problem. Auf jeden Fall, die Sache ist so, wollen Sie eine ehrliche Antwort oder diplomatische? Ehrliche. Das ist nicht politische Antwort. Ja, nicht politische Antwort. Nein. Weil Politik, die macht unter dem Tisch, über dem Tisch, rechts, links. Schauen Sie mal, bei uns im Islam, eine muslimische Frau darf nur einen muslimischen Mann heiraten. Wenn sie einen anderen Mann heiratet, der nicht Muslim ist, dann macht sie eine Sünde nach der Religion. Aber was die Leute machen hier, jeder ist sozusagen frei für sich selbst, das zu entscheiden, was er tut. Wir als Muslime hier, wir sind weder Richter, noch können wir sozusagen etwas verhindern oder bestrafen oder sowas, das ist nicht in unserer sozusagen Hand oder in unserem Bereich. Und ein muslimischer Mann, ein Muslim, darf eine Jüdin, eine Christin oder eine Muslime heiraten. Wenn sie was anderes ist, dann nicht. Aber bei Juden und Christinnen auch müssen bestimmte, sage ich jetzt, Bedingungen vorliegen. Und wenn diese Bedingungen nicht vorliegen, dann darf er nicht. So sagt die Religion in diesem Zusammenhang. Aber was die Leute daraus machen, ich meine, jeder hat seine Meinung und jeder macht, was er für richtig hält. Aber am Ende werden wir vor Allah stehen und Allah entscheiden. Wie gesagt. Ich danke Ihnen für diese Frage. Sie haben gefragt, ob ein Muslim Ungläubige belügen darf, wenn das um den Vorteil der muslimischen Sache geht. Das ist Mikaveli-Methode. Ziel, Zweck heiligt Mittel oder Mittel heiligt Zweck. Sowas haben wir in Religion nicht. Lügen ist verboten. Ob das mit Ihnen ist als Muslim oder nicht Muslim. Und man darf nicht lügen im Islam, man muss die Wahrheit sagen. Man darf aber manchmal etwas sagen, was nicht unbedingt der Wahrheit sozusagen klar ist. Angenommen. Klammern. Du hast heute Abend gemacht da. Nein. Wenn Ihre Frau Sie fragt, wer ist schöner, ich oder Heidi Klum, was sagen Sie? أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة.
أحب جحافل الإيمان ترفع رايتي.